Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dem Die Deutschen Podcast. Bald mit dem blauen Haken. Dann auch mit dem blauen Haken natürlich. Und dem depressiven Nisa. Eins waren wir mal Top 1 in den Comedy Charts. Das hat sich natürlich geändert, weil wir gesagt haben, wir ziehen uns mal 8 Monate zurück, um den anderen auch die Chance zu geben, einen höheren Platz zu erreichen. Wir nennen ja das die Mutter bei dem Kind. Heißt das so? Nein. Das aber Kind es, bei aber der Mutter? Nein, wir nennen das Kind beim Namen. Siehst mal. Wer wäre nicht deutsch, wenn du? Ja. Ich bin ja optisch, passt das ja. Wer hämmert da die ganze Zeit? Wer hämmert denn hier? So, was ist das für eine, was ist denn das hier? Das hier? Ja. Sieht aus wie bei Traumhochzeit damals, dieses letzte Spiel. Dass du das überhaupt. Oh ja! Könnt ihr euch noch daran erinnern? Linda de Mol, natürlich. Doch, die hatte so ein. Ja. Das Teil, dann musste die durch so ein. Das war sehr, wenn die das gewonnen haben, die gewonnen. Ja, ja, genau. Und das hat dann immer so gefiebt. Ja. Das war richtig spannend. Ey, das ist geil, das will ich auch spielen. Das ist echt gut. Aber das ist das hier nicht. Was ist das? Das hier ist eine Wünschelrute. Was? Weißt du nicht, was das ist? Nein, was ist das? Also, damit geht man Trüffel jagen. Trüffel suchen. Was ist das? Das hier, das ja. ist eine Wünschelrute. Nein, ist es nicht. Okay, was ist das denn? Ich weiß nicht, wie heißt es denn? Hier, wie heißt das? Haarreif. Das ist ein Haarreif. Okay, wenn du weißt, was das ist, warum fragst du mich? Ich wusste nicht die Bezeichnung, sorry. Ja, aber du wusstest, was das ist. Ja, ich wusste aber nicht, wie es heißt. Ja, das ist ein Haarreif. Ich will ja auf was hinaus. Ja, Haarreif mit zwei R. Ein Haarreif. Wie ist das so in dem arabischen Raum, wenn man da mit dem Haarreif rumläuft? Außer sagt, auf den Hotelanlagen. Wer sagt, dass ich damit rumlaufe? Gehört das dir? Das gehört ihr. Ihr seid Mädchen im Raum und der gehört dieser Haarreif, was soll ich sagen? Ja. Okay, das ist sehr gut. Ja. Guck mal, jetzt hat er was gefunden. Ja, ich schwöre. Gehört es nicht dir? Nein. Warum ist Linktus-Server hier? Sie hatte eben ein bisschen Kopfschmerzen und hat sie das ausgezogen. Dann gefragt, aber das gehört dir? Das gehört mir. Was da drauf? Das ist der Hulk. Okay, mit 49. Okay. Was ist das? Das ist ein Kopfhörer. Du ich weißt schon, es gibt kabellose. Kabellose, naja, aber ich verliere die doch sowieso. Und was, wofür? Die kosten noch 6.000 Euro und ich würde die viermal die Woche verlieren. Und das? Ist der Haarreif von Melanie? Ellie. Ellie, ja. So. Das gehört dir? Ja. Das auch? Ja. Aber das nicht? Das nicht, ne? Das gehört mir doch auch nicht und das. Ja, warte mal. Du musst sagen, was das gehört dir nicht. Nein. Du lügst nicht, ohne dich zu schämen? Ich lüge nicht, ohne mich zu schämen. Ja. Du willst sagen, ja. Du lügst, ohne dich zu schämen. Ja. Das gehört mir nicht. Ich hab das doch nicht auf dem Kopf. Sicher? Ja, vielleicht gehört es ihr auch nicht. Das ist jetzt natürlich. So. Aber man könnte dir ja unterstellen, ich will das ja nicht. Ja. Du hast ja eine gewisse Haarpracht. Ja. Die ist ja nicht zu übersehen. Ja. Könnte es sein, dass du das benutzt, dass man dein Gesicht mehr sieht? Weil das ist ja auch voll. Ja, genau. Das könnte sein, ja. Könnte sein. Aber es gehört dir nicht. Aber gehört auch ihr nicht. Es gehört Else? Ellie. 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 Ja. Wie oft? Ey, du hast mit dem Namen, ne? Ja, Ellie, jetzt merkst du mir. Okay. Ellie wurde von ihrer Ellen-Show rausgeschmissen, ne? Stimmt, die hat irgendeinen Skandal, ne? Ja, ja, nee, deswegen sitzt sie hier. Nein, was für ein Skandal? Doch, die ist einfach nur zu alt? Nein, irgendwas mit Pädophilie oder so. Ja? Doch, ja, was war da? Doch, Ellen DeGeneres. Aber wir müssen natürlich vorsichtig sein, uns negativ über sie zu äußern, denn sie ist ja eine Lesbe und nachher unterstellt man uns Homophobie. Ja. Und das wollen wir nicht. Ja, wir leben ja im Jahr 2021. Ja, deswegen. So. Wir haben Ellie und Humam hier hinter der Kamera und Dulli ist natürlich auch wieder da. Warte, lenk nicht ab von diesem Ellen DeGeneres Thema. Ja, warte mal, das können wir gleich als Thema aufgreifen. Wie Angst der hat, wir sagen doch nichts Schlimmes. Nein, warte doch, ja. Wir müssen was Wichtiges. Was sollen wir nochmal sagen? Also, nee, wir haben jetzt eine Instagram-Seite. Ja, die Deutschen Podcast auf Instagram. Genau. Wie wird da geschrieben? Die Deutschen Podcast, ne? Ja, die heißt nicht mehr lange so. Wir heißen nicht mehr lange so. Und wir haben jetzt eine offizielle Instagram-Seite. Folgt uns da natürlich, ne? Ja. Und da werden jetzt ganz, ganz viele coole Sachen entstehen, die aus dem Podcast. Genau, Memes. Dafür brauchen wir nochmal ein paar Meme-Master. Ja, ein paar Meme-Master. Ey, wir haben schon so geile Memes bekommen, ne? Das ist eher überragend. Überragend. Ja, richtig. Aber geil. Leute, schickt uns auf jeden Fall nochmal ein paar Memes von euch zu. Macht ein paar vom Podcast, das wäre geil. Ja. Jetzt kommt dein Satz, den du sagen musst. Also, wir müssen das sagen, wir werden gezwungen von den beiden. Okay, also. Ach so, genau.
Du weißt es nicht. Doch, ich weiß es. Hä? Willst du überhaupt nicht vergessen? Ja, hast ich doch. Doch. Nein. Ich weiß es. Was? Meine Damen und Herren, und zwar sieht es so aus, da wir nicht nur irgendwer sind, sondern Nisa und Shaya, die ich gerade selbst so lang zieht, bis es mir einfällt. Nein, meine Damen und Herren, es ist so, ja. Und zwar startet während dieser Folge eine Umfrage auf Instagram auf dieser Seite. Ist das richtig? Ha! Von wegen, ich hab's vergessen. Und ihr könnt jetzt daran teilhaben. Und zwar geht's darum, was für Themen wünscht ihr euch? Worüber genau sollen wir reden? Worauf sollen wir eingehen? Wie sehr wollt ihr uns kennenlernen? Soll ich meine Brusthaare öfter in die Kamera halten? Deswegen geht auf die Deutschen Podcast, die Instagram-Seite, und da ist die Umfrage. An dieser Umfrage nehmt ihr teil und äußert eure Wünsche, wo wir natürlich als die Deutschen diesen Wünschen nachgehen werden. Denn wir sind ja nicht irgendwelche Hi-O-Pies, ja? Wir nehmen unseren Job schon sehr ernst. Genau. Ha! Was sagst du jetzt? Und zu Ellen DeGeneres möchte ich sagen, ich habe mich vertan, es hatte nichts mit Pädophilie zu tun, nur sowas ähnliches. Und zwar hat sie irgendwie einen Mitarbeiter schlecht behandelt. Und deswegen. Das reicht. Ja, deswegen ist sie. Okay, du hast die Frau einfach abgestempelt. Ich habe einfach so Pädophilie so abgestempelt, als ob das nichts ist. Als ob das so ganz. Also. Da hast du dich ja wieder schön aus der Affäre gezogen. Nein. Doch. Ich wusste es, nur weil du hast 15 Minuten lang überlegt. Nein. Sicher? Ja. Genauso wie der Haarreifen dir nicht gehört? Ja, der gehört mir nicht. Okay. Warte! Wir glauben dir das. Ja. Ja, ist so gut, Brutsch. Ellie hat nicht einmal gesagt, er gehört mir nicht. Ja. Ja, was? Ich habe aber immer noch nicht verstanden, was die machen sollen. Wer, Ellie? Nein, die. Die Zuschauer? Ja. Hab ich doch gerade erklärt. Also die gehen jetzt auf Insta. Genau, die gehen auf die Deutschen Podcast, die Seite. Ja, und dann? Was machen die? Und dann werden sie in der Story von... In der Story ist das? Genau. Ihr könnt ruhig reden, ne? Das ist kein... Nein, die sollen schon reden. So. Und, okay, und dann gehen die auf die Story, was machen die dann? Genau, dann sehen die Umfrage. Ja. Was wünscht ihr euch für Themen? Dann können die Themen für unseren Podcast vorschlagen. Genau. Und die suchen wir da überhaupt eins aus oder ist das nur so? Nein, klar suchen wir was aus. Sind wir etwa Leute, die etwas ankündigen und das nicht einhalten? Nein. Ja, also, von daher. Und das werden wir dann mit Herz machen. Und ja, ich hoffe auf ein... Potpourri an Themen, wo wir dann natürlich wie auf dem Erbsenfeld picken können. Ne? Genau, und es wird auf der Insta-Seite viele Memes von uns geben. Viele Memes. Und es werden die geilsten Highlights aus dem Podcast hier auch auf IGTV und auf Facebook geben. Genau. Also auch der Facebook-Seite folgen, die Deutschen Podcasts. Haben wir eine Facebook-Seite? Ja, klar. Echt? Ja. Seit wann? Seit 2 Monaten? Nein, selber treib mich, seit wann? Seit 2 Wochen. Wie heißt die? Al Jazeera TV. Wie heißen die deutschen Podcasts? ISIS Podcast. Ja. Meinst du, es gibt einen ISIS Podcast? Bestimmt. Niemals. Ja, die reden doch auch miteinander. Warte. Die deutschen Facebook-Seite. Warum machst du nicht dafür Werbung? Hab ich doch gerade gesagt. Die deutschen Podcasts. Auf Facebook. Auf Facebook. Folgt alle. Nee, liked. Liked die Seite. Nein, das heißt auch jetzt abonnieren. Heißt es abonnieren? Ja, die haben es geändert. Okay. Das heißt abonnieren. Ich bin ein bisschen spät dran, meine Damen und Herren. Haben wir alles richtig gemacht? Okay, so. Es geht um ein wichtiges Thema. Ey, wir sind richtige Volltrottel. Ja, dass wir so 2 Erwachsene hier im Raum haben müssen, die hinter der Kamera, als wären wir so Babys beim Kindergartenfoto, die uns genau, die Leute sehen das hier nicht so. Die uns genau erklären. Nisa, hör auf, Björn in die Nase zu bohren. Ja, so. Genau. Nisa, so, und dann, ich schwöre, so richtig gemacht. Haben wir das richtig gemacht? Ja, fein, habt ihr das gemacht. Sehr gut. War das so richtig? Okay. Ja, guck mal, weißt du, warum wir Versager sind? Ja, so sind. Ja. Weil wir sind ja einfach nur, wollen ja nur quatschen. Ja. Aber es gibt Leute, die an uns glauben, die sagen, ey, das muss größer werden. Ja, wir wollen einfach nur reden. Ja, wir wollen einfach nur reden. Dafür sind wir da. Ja, der Podcast ist ja eigentlich nichts dafür da, dass ich sage, ich habe Montag zu tun. Ja. Und du auch, und dass wir einfach unsere Probleme reden. Ja. Besprechen. Deswegen, ich finde, du solltest dich auch mehr öffnen über deine Probleme. Das wollte ich jetzt machen. Ja. Ich habe ein Problem. Ich auch. Ja. Aber öffne du dich zuerst. Ich will, damit du dich als Erster blamierst. Ich will, dass wir uns gemeinsam öffnen. Ey, okay. Ja, wir sind eine Schatztruhe. Ja. Es gibt eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Okay, ich habe was für dich, aber komm erstmal zu der Sache. Ja, ich versuche das gerade raus. Ich weiß nicht, wie ich den Leuten das erklären soll. Wir sehen uns ja einmal die Woche. Ja. Und ich bin traurig, ich finde das viel zu wenig. Das ist dein Problem? Ja. Das können wir aber leicht ändern. Wie denn?
Zieh doch zu mir. Nee. Warum nicht? Weil dann wird es keinen Podcast mehr geben. Doch klar, wir können. Nein, wir würden dann. Wir fahren dann hier hin und drehen. Okay, wie. Ach, denkst du, wenn wir zusammen wohnen, würden wir gar nicht mehr hinkommen? Dann? Nein. Wir würden echt nicht mehr hinkommen. Wir würden gar nicht mehr kommen. Außerdem. Wir kommen nur hier hin, weil jetzt, wir uns dann sehen. Ich war jetzt in 4 Wochen 4-mal bei dir. Ja, weil du korrekt bist. Ja, und wollten 4-mal einen Film gucken, was daraus passiert. Ja. Ja, aber wir haben hier gearbeitet. Haben wir nicht. Doch, wir waren live auf verschiedenen sozialen Medien. Hm. Soziale Medien, ja. Oder asozialen Medien. Ja. Und, ja. Also ich, ja, dann lass doch öfter Podcast drehen. Ja? Ja. So 2-mal die Woche? 2-mal die Woche drehen, aber nur einmal. Auf YouTube hat einer kommentiert. Der war der Beste. Ich weiß nicht mehr, wie du heißt, ne? Aber ich sende die Liebe. Mach dir nichts draus. Der weiß auch nicht, wie hier die Leute im Raum heißen. Doch, ich weiß, wie die heißen. Wie heißen die? Ellie. Ja. Humam. Ja. Und Dulli. That's what's up, dude. Okay. Meine Damen und Herren. Mit seinem 80er Maniac T-Shirt, geil. Ja, so, pass auf. Erzähl. Was habe ich gerade erzählt? Aber ey. Ja, was habe ich gerade erzählt? YouTube-Kommentar. Genau, YouTube-Kommentar. Ja. Der war der Beste, der sagt, guck mal, damals bei diesem kostenpflichtigen Abo, sagt er, ich habe 1,99 bezahlt für 4 Folgen, ne, die Woche. Jetzt zahle ich 4,99 für 2 Folgen. Der so, Jungs, mach doch einfach 10 Euro Abo und dann gar keine Folgen mehr. Der ist geil. Ich habe übrigens was mitgebracht. So, passt auf. Jetzt kommt's. Eine Studie. Eine Studie? Ja, hör genau zu. Das ist wahr, ne? Ich erfinde nichts. Aber langsam. Ja, klar, langsam. Langsam und deutlich. Nicht so twister-mäßig. Ja, ja. Hühner. Ach du Scheiße. Mögen schöne Menschen. Wissenschaftler der Universität Stockholm trainierten Hühner darauf, durchschnittliche weibliche, aber nicht männliche menschliche Gesichter zu erkennen. Und umgekehrt. Im darauffolgenden Test pickten die Tiere wesentlich heftiger, wenn sie Gesichter sahen, die auch menschliche Probanden als besonders schön beurteilt haben. Die Forscher schließen daraus, dass Hühner und Menschen ein gemeinsames Schönheitsideal teilen, das folglich aus den allgemeinen Eigenschaften des Nervensystems entsteht. Für diese Arbeit erhielten sie 2003 den IG-Nobelpreis. Was ist das? Ist das der Instagram-Nobelpreis? Eine Auszeichnung der Harvard University für besondere, abstruse Forschungsergebnisse. Das heißt, ein Huhn ist, das habe ich immer gewusst, weil immer wenn ich, mein Opa hat ja so in Tunesien so einen Hof gehabt mit ja, Hühnern. Nur, ja. Ja, und mit Hühner und Hähnchen, wollte ich gerade sagen. Mit KFCs. Mit Hühnern und Schafen und so. Und immer wenn ich dann dahin gelaufen bin, da kam immer so ein Geräusch so, und dann haben alle gleichzeitig angefangen zu flattern. Und das wusste ich. Das heißt, ein Huhn ist intelligenter als der durchschnittliche Beauty-Blogger, weil er erkennt, ja, wahre Schönheit und gefakte Schönheit. Gefaked auch? Ja, klar. So, aber das ist nicht das Einzige, was ich mitgebracht habe. Ich bin ja nicht irgendwie, ich bin jetzt der neue Studienleser. Ich habe nichts zu tun gehabt in der Corona-Zeit. Eine andere Studie. Dankeschön. Weibliche, nee, das kann ich nicht vorlesen. Guck mal, les mal bitte die Überschrift. Aber les bitte nicht laut. Ich zeig euch das später. Das ist leider zu asozial. So. Ja. So. Okay. Ich hab's. Ha, soll einer sagen, es gibt keinen Namensrassismus. Ja. Studie belegt, Lehrer beurteilen Leistungen der Kinder nicht objektiv. Ja. Kevin wird schlechter bewertet als Jakob. Laut einer Studie der Universität Oldenburg sollen Lehrer in ihrer Beurteilung von Schülern oft von äußeren Einflüssen zu Vorurteilen verleitet werden. Ja. So sind es Schüler mit Vornamen wie Kevin oder Mandy. Oh Mandy, you came and you gave without taking. Die oft bei gleichen Leistungen schlechter bewertet werden, als es beispielsweise bei Schülern mit den Vornamen Maximilian oder Sophie der Fall war. Die Lehrer ordnen den Vornamen oft auffällige Verhaltensmuster zu, die sie in ihre Bewertungen mit einfließen lassen. Das heißt, ein Lehrer, der eigentlich unparteiisch agieren sollte, ist auch nur ein Mensch. Das ist der Grund, warum du nur 6 auf dem Zeugnis hast. Habt ihr überhaupt was verstanden? Ja klar. Das war ja Busta Rhymes, Alter. Doch, ich hab überhaupt nichts verstanden. Doch, warum? Ich hab nur Lehrer verstanden. Ja, okay, aber es kommt eine geile Studie. Das war meine Lieblingsstudie. Pass auf, das ist kein Scherz. Studie. Wespen mit vielen schwarzen Flecken tragen eine Art Karategürtel. Guck,
Diese Studie belegt, dass Wespen, die viele schwarze Flecken auf ihrem Körper haben, die Neigung haben, aggressiver und grausamer zu sein. Beispielsweise wurde in dieser Studie festgestellt, dass lebende Wespen nicht so gerne in der Nähe toter Wespen mit vielen schwarzen Punkten landen. Diese Studie stammt von der Universität von Michigan in den USA. Also wir zahlen Geld dafür, dass die so den ganzen Tag sowas machen. Ja, ich schwöre, es sei eine Art tierischer Karategürtel der Aussage, dass die Wespen mit dem schwarzen Gürtel besser seien als die mit dem gelben Gürtel. Ach du Scheiße. Was ist? Nix. So, haben wir heute wieder. Haben wir heute wieder Dieser, was gelernt. Wenn ich dich so in dem. Wie heißt das, was er anhat? Tanktop? Ist es ein Tanktop? Ist nicht Tanktop nur. Aber Tanktop ist doch. Also. Ist das ein Spaghetti-Träger? Nein, nein. Was ist ein Spaghetti-Träger? Haben das die Italiener erfunden? Das ist ein gutes. Boah. Ja. Haben Spaghetti-Träger Italiener erfunden? Was ist das denn, was er anhat? Was ist ein Spaghetti-Träger? Das ist ganz dünn. Das sagen Frauen, ne? Es gibt auch Männer. Ja, stimmt, wir haben ja 2021. Ja. Das ist so, wenn ich dich jetzt sehe. Ja. Du hast ja schon ein bisschen was Muskulöses an dir. So. Ein bisschen durchtrainiert. Ist nicht schlecht, ja. Wenn ich dich so ansehe. Ja. Würde ich mir so wünschen, dass du so ein, keine Ahnung, der Kugelstoß Nisa wirst. Also so ein Kugelstoßer. Ich gehe auch doch ab und zu Kugelstoßen. Ja? Ja. Hast du schon mal gemacht? Ja. Ich habe schon Meisterschaften gewonnen. Du lügst. Nein, warum brauchst du bei allem, was ich sage, das lügst? Weil das nicht stimmt. Woher willst du das Weil wissen? Weil du es nie erzählt hast. Ja, ich muss doch nicht alles erzählen. Auch wie du immer erzählst, dass du einen Schach gewinnst. Hier haben wir das beste Beispiel, dass du nicht gewinnst. Ey, warte mal kurz. Ja, was? Warte, stopp. Nein, nein, nicht. Halt, jetzt rede ich. Ey, bitte lass den einladen. Wo ist der? Der Andreas. Ja, der ist so halt. Halt, stopp. Ey, jetzt bitte nicht. Melde dich, ich lade den ein, ich schwöre. Und der hat so einen schiefen Mund. Ich schwöre. Ja, dann mal so. Wie so ein, wie diese Fische, die diese Lampe vorne haben. Wie heißen die? Weißt du, welche ich meine? Diese Fische, die so eine Laterne haben. Wie heißen die Kinder die? Haben Spielzeug. Und dass die Tauschmutter... Ey, bitte lass den einladen. Die Tauschmutter mir sagt, dass da kein Spieltalk ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und diese dumme Ticke, die muss jetzt gehen. Bitte lass den einladen. Die Kinder haben Obst. Bitte lass den einladen. Ja, was willst du den einladen? Ey, der ist geil, der Typ. Halt, stopp! Jetzt rede ich. Aber was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich habe wieder den Faden verloren. Dass du... Kugelstoßen, ja, genau. Nee, dass du erstmal im Schach verlierst. Nee, warte, stopp! Ich finde es grauenhaft. Und nicht... Das ist kein Vorbild, dich zu halten, dass du deinen Freund so bloßstellst vor diesen vor unseren Zuschauern. Was soll das? So. Cool. Nein, warte mal. Guck mal. Ich hätte dich niemals so bloßgestellt. Cool, wie du das ohne Scham sagst. Ich möchte mich erstmal erklären. Bist du nicht ein Faktentyp? Ja, warte, ich will doch erstmal was erklären. Ja, okay. Darf ich? Ja, klar. Ja, pass auf. Guck mal, es ist nun mal so. Ja? Ich liebe dir das. Guck mal. Du übertreibst. Nein, nein. Erstmal wolltest du mich bloßstellen. Nein, wollte ich. Doch. Oh, wenn du zusagst, ob du im Schach gewinnst, aber hier sieht man, dass ja. du nicht gewinnst. Guck. Weil du mich immer verarschen willst. Ich will dich nicht verarschen. Du bist kein Kugelstoßer. Warte. Hör mir jetzt erstmal zu. Stell dir vor, dein Vater kommt und sagt, mein Sohn ist ein Kugelstoßer. Ich bin ein Kugelstoßer. Albert. Ich hab doch die Meisterschaft gewonnen. Wie laufen die Regeln ab? Das kann nicht. Kugelstoßregel, was? Kugelstoßen. Warte, Regel. Also hier, Wie viel wiegt denn eine Kugel? Eine Kugel hat ein bestimmtes Gewicht. Ja. Die wiegt so, weiß ich nicht, ich habe die nie gewogen, Alter. Ja, okay. Ungefähr. Muss ich das wissen? Aber ungefähr so. Weiß ein Fußballer, wie schwer ein Fußball ist? Ja, aber. Wie schwer was ungefähr? So ein bisschen Schimpanse oder was? Ungefähr. Reden wir von zwischen 1 bis 5 Kilo, 5 bis 10 Kilo, 10 bis 15 Kilo. Ich weiß es nicht. Okay. 7,2. Ja, aber so habe ich mir schon gedacht. Okay, Darf ich mich kurz zum Schach äußern? Ja, gerne. Wo du mich hier bloßstellen wolltest. Ja. Also es ist immer so. Der Dulli ist ja ein deutschlandweit bekannter Betrüger. Ja. Ne? Das muss man erst mal feststellen. Ja, sieht man. Woran sieht man das denn? Ja, Bruder, ich kann jetzt... Weil er ein N ist. Ja, ja. Das wolltest du sagen, ne? Ja. Okay. Der hat mich in eine Falle gelockt. Ich wollte ein
sportliches Messer. Wieso, wie du mit deinem kleinen Bruder Street Fighter spielst? Ich habe nicht so mir richtig Mühe gegeben und dann hat er das ausgenutzt und mich zerstört, weil er so getan hat, als ob der so ein Lala-Spieler ist. Ja. Der hat aber richtig professionell gespielt. Ah, okay, also bist du ein richtiger Profi? So. Aber ich habe ab und zu gegen. Ich habe ab und zu schon gegen den gewonnen. Das stimmt. Das stimmt? Der hat sehr oft verloren. Also wir haben so lange gespielt, bis er gewonnen hat. Ja, das ist ja sein Style. Bis du irgendwann sagst, komm, ist okay. Ja, nein! Das ist nicht wahr. Okay, nochmal zum Kugelstoßen, ja. Was da, wo du eine Meisterschaft gewonnen hast. Ja, damals. Okay, damals. Ja, als Junge, da waren die Regeln anders. Wie läuft denn so ein Kugelstoßen ab? Erklär das mal. Also, man nimmt die Kugel in die Hand. Wo nimmt man die? In die rechte Hand. Okay, recht. Ja. Linkshänder, oder was? Ja. Okay. Was? Ja, weil ich hör dir zu. Ja, hör mir zu. Ja. Und dann musst du die so weit wie möglich stoßen. Ja, aber dreht man sich oder was macht man, wie wärmt man sich da eigentlich auf? Wie wärmt man sich auf? Bist du da so im Kreis, hast du da eine... Du hast so eine Bahn. Eine Bahn? Genau. Okay. Was? Ja, ich guck, hier steht Kreis. Du wirfst die Kugel doch nicht in einem Kreis. Nein, du bist in einem Kreis. Ja, wo ich bin, ist irrelevant. Wir reden jetzt von der Flugbahn. Ach so, der die Kugel. Bahn, okay. Der Weltrekord liegt bei wie viel? Weißt du, ich das wissen. Okay. Ich dachte, wenn man eine Meisterschaft gewinnt. Ey, ich habe eine Meisterschaft gewonnen, ich glaube 87. Okay. Nur weil du so uninteressante Sportarten betreibst. Also, dass wir mal ein bisschen Revue passieren lassen. Ja. Du bist Triangelist. Das habe ich bewiesen. Du hast gesagt, du wirst dich nie wieder darüber lustig machen. Ja. Okay. Ja. Dann behauptest du, dass du ein leidenschaftlicher Fechter-Zuschauer bist. Ja, Zuschauer. Ja, und ich würde es gern praktizieren, aber ja, da gucke ich. Genau. Ich gucke den Sport nur. Du guckst Fechten. Ja. Als Nafri. Ja, ich bin Deutscher. Als Stand-Up-Comedian, so wie man dich kennt. Ja. Du schaust dir abends bei DSF Fechten an. 6 Stunden. Ja. Jetzt behauptest du, dass du ein Kugelstoßer bist. Nein, ich war. Also früher. Okay, du warst. Ja. Ich habe in den 80ern eine Meisterschaft gewonnen. Okay. In den 80ern? Ja. Ne, was Bekannteres oder? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt google, Nisa der Kugelstoßer, finde ich was. Ja. Okay. Google. So. Aber damals gab es ja kein Internet. Die konnten. Okay. Ja. Warum gönnst du mir das nicht? Ich gönne dir das, aber ich... Warum willst du alles kontrollieren? Gehe ich bei Google, wenn du mir sagst, du wohnst in Wiesbaden, google ich das? Ich glaube dir doch auch. Okay, da war man in Südafrika, war man in Meisterschaft. Ja. 1999. Weiß ich nicht, ich bin jetzt kein Zahlentyp. Ich bin kein Zahlentyp. Ich hab Kopfschmerzen. Okay, Nisa der Kugelstoßer. Ja. Also, mach daraus ein Meme. So entstehen Memes. Ja. Nisa der Kugelstoßer, okay. Hast du was, wenn wir schon gerade dabei sind? Ja. Bist du so ein Typ, der dann auch sagt, schwimmen kannst du ja nicht, ne? Nein. Okay, Kugelstoßen, Fechten interessiert dich. Dart, was mit Dart? Bist du so ein Typ, der mal ein paar Pfeile wirft? Da habe ich früher gemacht, aber auch nicht mehr. Also in der Kneipe. Nee, genau, das war diese Kneipenzeit. Die Kneipenzeit, wo dann dieser Ding. Ja, ja. Okay. Aber da sind meine Skills haben nachgelassen, weil ich meine, vor 2 Jahren oder so war ich mal mit Ömer und dem Brahim in Köln Darten. Und da war ich mit Abstand der Schlechteste, der je einen Dartpfeil in die Hand genommen hat. Ja. Da war die Scheibe, ich habe so geworfen, der Pfeil ist nach da geflogen. Was so mit Bogenschießen? Bist du so ein Typ? Das würde ich gerne können, aber kann ich nicht. Aber vielleicht ist das eine. Vielleicht werde ich das irgendwann machen. Aber so, ich will so jagen gehen, wie Rambo. So Hirsche und so. Also bist du ein Tierquäler? Nein. Hä? Ich esse also. Das doch danach. Ich erlege es nicht nur, ich esse es. Ja? Also okay. Ist Tiere essen Tierquälerei? Bist du so ein Basketballtyp? Nein, ich bin zu klein. Na und? Gibt es auch kleine Basketballer, oder? Ja, ich bin 1,65. Ja? Ja. Maschallah. Ja. Oh, sorry, du 1,96. Nein, sag doch, man muss sowas sagen. Ja. Sag dir doch immer. Was betreibst du denn für Sportarten? Ja. Mit deinem Pinguinkörper? Wie der hier so Welle macht. Ja, also. Was betreibst du für Sportarten? Ich kann Tischtennis.
Echt? Ja. Wie gut bist du? Weil ich kenne den besten Tischtennisspieler. Den kennst du auch. Ja, gut. Ja. Da muss man mal. Aber traust du dich gegen den anzutreten? Ja, klar. Ernst jetzt? Ja, ja. Also auch da, wo wir bei ihm waren und geredet haben, warst du nicht so beeindruckt? Nein. Dulli, du weißt, von wem wir reden, ne? Von Salah, der war ja dabei. Salah hat ihn zerstört. Schöne Grüße an Salah. Ich weiß nicht. Der ist gut, meinst du, ne? Der ist heftigste. Ja? Ja, schöne Grüße an Salah von der BBM-Crew, Tischtennis. Ey, bitte, dann kann ich das doch so richtig. Kann ich vorher gegeneinander spielen, ja? Jawohl. Also, Salah, du hast es hier gehört, live beim Podcast. Cheyenne fordert dich offiziell heraus. Im Tischtennis, ja. Im Tischtennis, ja. Wie sind da die Regeln? Wie ist das? Ist das wie beim 21, 3 Runden, glaube ich. Aber wie sind die Punkte? Wenn du, also wenn der eine nicht schafft, zurückzuschlagen, dann ist das für den anderen wie viele Punkte? Ein Punkt. Einen? Ist es nicht so beim Tennis 15, 30? Nein, nein. Ah, ein Punkt. Und ab wann ist der Satz gewonnen? Bei 21. Bei 21. Mit Matchball, ne? Ja, genau. Ja. Bei 19. Boah, das können wir richtig geil aufziehen, dieses Match. So, wo ich mal sehr gut bin, ist Volleyball. Was? Ja. So ein Frauensport. Ja, ist doch egal. Ich habe auch meine Frau gefunden. Mit dem im Jahr 2021. Was ist mit dir los? Ja, sorry, stimmt. Also. Ich entschuldige mich für diese Aussage. Volleyball ist selbstverständlich kein Frauensport. Ja. Es ist für beide Geschlechter gut. Genau. Ja. Darf nach deiner Meinung eine Frau in der Küche Volleyball spielen? Ja. Ja? Klar. Dann ist okay. Nein, auch so. So. Ich wusste gar nicht, dass Männer Volleyball spielen. Echt? Nein. Was? Stimmt, der geht ja nie ins Schwimmbad, dass du das mal siehst. Nee, ich kann auch gar nicht schwimmen. Volleyball bin ich gut, Fußball. Hast du ja selber gesehen. Ja, aber du sahst ein bisschen unbeholfen aus. Aber du kommst zum Ziel, das ist halt das Komische. Ja. Verstehst du? Man denkt so. Ja, okay, du musst überlegen, ich mache ja auch keinen Sport. Ja, aber das Tischtennis, das Wunder. Wieso kannst du das? Jetzt ernsthaft? Damals in der Schule. Bis ich 17, 18 war, habe ich alle Sportarten gemacht. Basketball gespielt, Fußball. Volleyball, aber Tischtennis finde ich schon stylisch, damals, so wie die Chinesen spielen. Also, schöne Grüße an Herr Meissner, meinen damaligen Sozialarbeiter auf meiner Schule. Ja. Herr Meissner hat mit uns alle Sport gemacht. Ich habe Flag-Football gespielt, normalen Football gespielt. Was ist Flag-Football? Das mit den Fahnen, das ohne Körperkontakt. Ja. Spielt so Football. Ja. Da haben wir normalen Football gespielt. Ich war Running Back. Dann haben wir Air-Hockey in der Halle gespielt. Was ist Air-Hockey nochmal? Wie Eishockey, nur in der Halle mit Hockey. Ah, okay. Ja. Dann haben wir Tennis gespielt. Tennis, da mach ich platt. Nein. Tennis und Badminton zerstöre ich dich. Ja, Badminton, das ist für mich so hier. Frauensport, willst du das sagen? Nein. Wir haben 2021. Also Tennis zerstöre ich dich mit Ansage. Niemals. Da machen wir jetzt ein Special daraus. Okay. Ein Podcast-Special mit so einem Mikrofon, ja, dass man uns hört. Und wir nehmen eine Folge beim Tennisspielen. Ich schwöre, ich zerstöre dich. Nee. 100%. Du weißt schon, Batman ist nur dieses, du hast 10 Jahre Zeit. Bei Tennis nicht, da kommt er geflogen. Bei Badminton brauchst du auch gewisse Skills müssen vorhanden sein. Okay, also da hämmert er richtig jeder. Ja, hier ist der Boss am Hämmern. Hör mal, wer der hämmert. Hast du das geguckt? Mit Tim Taylor. Ich habe das nicht geguckt. Doch. War es gut? Doch, es war schon gar mit Wilson. Ja. Tim Taylor, Wilson. Und wie ist er? L. Tennissport. Was war mit Ding? Eine himmlische Familie, kennt ihr noch? Hä? Nein, nicht schrecklich, eine himmlische Familie. Der meint himmlisch. Mit dem Hund Happy, Jessica Biel hat da mitgemacht. Ja, aber das war doch. Der Vater war Pastor. Ja, dass euch das gefällt, nicht gefällt, ist ja klar. So. Geil! Dass euch das nicht gefällt, ist ja klar. Ey, geil. Also, ey, das müssen wir mit Tennis wirklich machen. Ja, wir machen das wirklich. Aber hat das wegen Corona auf, wisst ihr das? Nee, ne? Das ist ja aber gegenüber. Du hast ja mit dem anderen nichts zu tun eigentlich. Ja, aber der Ball kann ja die Viren übertragen. Guck mal, ich hab doch so eine Frisur wie so ein Tennisspieler. Ja, das stimmt. Ich ziehe so ein Band an, dann bin ich hier der. Aber du hast auf jeden Fall. Roger Federer. Aber ich will, dass du mit deinem Shirt kommst, ja, dass man schön deine Arme sieht. Ja. Ich öl dir auch ein. Ja, boah, gerne. Und dann hast du den Agassi-Charme. Ja, genau. Sollen wir Roger Federer einladen? Wenn ich wissen würde, wer das ist, dann könnten wir ja mal auf jeden Fall fragen. Weißt du nicht, wer das ist? Nein, wo soll ich diesen Roger Cicero kennen, Alter? Fragt ihr mich irgendwelche Leute, wo ich nicht kenne? Roger Federer ist der beste Tennisspieler aller Zeiten. Der ist noch aktiv. Ich dachte, Boris Becker, die Pinnwand. Nein, nicht? Die Zeiten sind vorbei. Der ist Schweizer. Das heißt, der kann, den können wir ja einfliegen. Ja, aber der ist Roger Ferdinand. Nein, Federer. Warum heißt er eigentlich? Warte hier. Der ist in Schweiz, ne? Keiner weiß, wer das ist hier. Okay, oder? Schauen wir mal.
Ich kann, wenn ich Dulli angucke, macht immer so. So. Egal, was ich hier angucke. Ja. So, Roger Federer hat 8 Millionen Follower auf Insta. Ja. Und ja, hier, der ist auf dem Tennisplatz, ne? Kein Unbekannter. Weißt du, wo ich mit Nisa hingehen will? Wir werden mit Ansage, Ansage, ja, nach 25 Minuten rausgeschmissen, wenn wir Golf spielen. Aber darauf habe ich so Bock. So, allein wenn wir im Caddy fahren. Ja, yo. Und dann läuft, you're not like me, and I'm better than like me. Und dann, du bist ja mein Bruder. Ja. Und ich würde mich niemals für dich schämen. Ja. Niemals. Außer da. Nein. Du hast ja ein sehr lautes Organ. Ja. Ich bin ein Wal. Wenn alle so ganz ruhig stehen, die konzentrieren dich, dann wirst du auf jeden Fall, stell dir mal vor, du machst einen Schrei, was du immer machst. Die sind, hey! Ja. Ja. Also golfen, wir werden aus dem Resort rausgeschmissen. Können wir aber hingehen und so gewinnen? Jetzt sagt man ja, Golf ist eine krasse Sportart. Für mich ist das irgendwie so ein Typ, der einfach einen Schläger draufhaut. Ja. Und dann fliegt der Ball. Ich glaube auch, dass ich das kann. Jetzt ja, wird natürlich die Golf-Community wird jetzt die auf die Barrikade gehen. Die Golf-Szene. Ja, die Golf-Szene. So, die stehen. Der York ist ja Golfer, ne? Wer? York, Kiss FM. Die York? Ja. Ja, den putze ich doch weg auf dem Feld. Ja? Ja, klar. Ey, York, das ist doch mal eine Ansage, oder? Ja, York von Kiss FM. Ja. Komm zum Golfen. Was soll an Golfen so schwer sein? Das ist ein 9er-Eisen, 10er-Eisen, hast du ein 7er-Eisen. Der Ball ist so groß. Die machen doch nichts. Die schlagen den, dann fliegt der irgendwo hin. Dann landet der unmittelbar in der Nähe des Loches, dann gehen die wieder hin und machen so Tack und dann fliegt er rein. Ja, das ist ja der beste Case, den du haben kannst. Nach. Nee, Hole in One oder One in Hole ist der beste Case. Mit einem Schlag direkt rein. Ist Tiger Woods für dich ein krasser Athlet? Wieso gilt Golf überhaupt als Sport? Da hast du ja keine körperliche Aktivität. Da spielen nur so fette, weiße Männer. Nein. Mit so Bierbäuchen. Die laufen doch immer so über das Feld, die gehen. Nein, die fahren. Mein Vater kann bestimmt auch golfen, nein. Der geht in derselben Geschwindigkeit. Also, wir haben jetzt viele Ansagen verteilt, ne? Ja. Aber das Gute ist, er ist immer sportlich, gerade in seiner Bestform. Ja, ich habe so meine. Der springt ja 1,5 Stunden am Tag Seil. Ja, aber für Golfen brauchst du ja nicht sportlich zu sein. Doch, glaub mir. Es gibt so Sachen, die sehe ich nicht. Kannst du Volleyball? Nein. Ich kann nichts, was Frauen machen. Also, meine Damen und Herren. Okay, ich habe eine Frage. Denkst du, dass Frauen bessere Volleyballspieler sind als Männer? Ja. Siehst du? Sogar dieser Cartoon, Mila. Ja, Mila, die Volleyballerin. Ja, das war eine Frau. Weil das Frauen besser können. Hast du Sailor Moon geguckt? Nein. Sailor Moon war mir zu... Kim Possible? Ja, wohin? Da war ich doch schon 46, als das kam. Zuerst, wenn ich das geguckt hätte. Okay. Na, Volleyball. Hast du Ding geguckt? Okay, Kickers? Ja, Kickers habe ich geliebt. Freunde. Hip, hip, hurra. Ob sie weinen oder lachen. Okay, welche Sportarten können Frauen besser als Männer? Volleyball? Volleyball. Dann dieses mit, die fahren erstmal so 6 Kilometer Ski und dann legen die sich so 3 Meter auf den Boden und dann schießen die einmal. So, wie heißt diese Sportart? Ich weiß nicht, aber weißt du, dass Frauen das besser können? Weil die haben eine ruhige Hand als Männer. Die sind viel ruhiger, der Puls ist ruhiger. Das stimmt, ja. So, die können ganz... Ich bin jetzt nicht drin, aber die Erklärung macht Sinn. Das macht Sinn, das ist meine Logik. Ja. Wie heißt diese Sportart? Was? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ski-Dreikampf. Irgendwie sowas. Ja, die sagt das so, die lachen. Was, wo sind Frauen auch noch besser? Eiskunstlauf? Ja. Ja. Das stimmt, da sind Frauen richtig krass. Ja. Das ist für mich Russinnen. Das ist für mich krasser Skill, was die machen. Ja, das ist abnormal. So, und dann drehen die sich so. Naja. Das ist schon krass. Nicht wie ein paar deutsche Prominente, die dann sich aufs Eis gelegt haben. Und nicht nur aufs Eis, sondern noch woanders hin. Ja. So. Boah, der ist deep, ne? Ja, der ist sehr deep, aber die Leute werden trotzdem wissen, was du meinst. So, ich gucke jetzt, was für Sportarten überhaupt es gibt, weil mir fallen jetzt nicht ein. Eiskunstlauf wäre mir niemals eingefallen. Eiskunstlauf ist echt gut. Eiskunstlauf, Volleyball, Tennis. Sind das besser als Männer? Ich denke schon. Im Tennis? Okay. Deswegen kannst du das ja so gut. Ah. Dankeschön, wie nett.
Was ist mit Kanufahren? Mann oder Frau? Hörst du das Rauschen? Ja, ja. Was ist das? Das ist der Nafri-Scanner, den wir hier haben. Wenn zu viele Nafris im Raum sind, das ist wie so ein CO2-Melder. Wenn zu viele Nafris im Raum sind, dann macht das so Geräusche. Okay, gut. Das macht Sinn. Was mit Kanufahren? Ein Mann? Kanufahren, ja, aber ein Mann ist stärker als eine Frau, deswegen denke ich. Aha. Wie kannst du das sagen? Also, mein Vater, der gibt ja Vollgas da oben, ne? Der zersägt einen Mensch. Hat er nicht gesagt, es dauert nur 5 Sekunden? Ja, ja. Immer nur so 5 Sekunden. Und wenn du jetzt ihm sagst, 5 Sekunden, dann ist er eingestimmt und sagt, ich mach das doch alles hier für dich. Ja. Nee, aber der hat ja recht, theoretisch. Er bohrt immer weniger als 5 Sekunden. Okay. Physische Unterschiede. Was? Es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau? Das ist doch voll das veraltete Ding. Im Leistungssport erreichen Männer im Schnitt 10-20% mehr körperliche Leistungsfähigkeit als eine Frau. Dieser Artikel ist gelogen. Ja. Das ist Propaganda. Ja? Findest du es? Okay. Würdest du so ein Vierersport-Tennis machen? So 2 gegen 2? Ja. Ja? Ist doch voll langweilig. Nein. Du würdest deine Schuld nur auf mich schieben. Ja, eben. Aber ich trete gegen dich an. Du suchst den Partner, ich suche den Partner. Also, Frauen und Männer, Badminton. Boah, da kann auch sein, dass Frauen besser sind. Ne? Im Curling? Stell dir vor, das hier. Ja. Boah, das ist der unnötigste Sport der Welt. Das ist krasses Skills. Ja. Yo, braucht der ein Raumschiff oder was? Ich glaube, wir hören lieber auf. Ja, wir hören nicht. Ey, was ist, wenn jetzt rauskommt? Ich will nicht schneiden. Was? Ich will nicht schneiden. Wie lange machen wir denn schon? 36 Minuten. Ja, okay, eigentlich können wir aufhören. Ja, okay. Meine Damen und Herren, genau. Schreibt uns in die Kommentare, in welchen Sportarten ihr denkt, dass Frauen bessere Leistung als Männer erzielen. Ja. Und es könnte sogar sein, ich möchte nicht vorausschauend wirken, dass sogar rauskommt, dass in keiner Sportart eine Frau besser als ein Mann ist. Einfach wegen den Gegebenheiten. Aber das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie auf die Frau herabschauen will. Vielleicht ist es einfach so, ich weiß es nicht. Ich denke, Volleyball, Eiskunstlauf, da sind wir sehr, sehr... Sicher. Ja. Aber schreibt in den YouTube-Kommentar. Und schreibt uns, wie dieser Sport heißt. Ja. Und dann hinlegen. Hinlegen und schießen. Also, meine Damen und Herren, folgt uns in Spotify, YouTube, auf dem Instagram-Kanal Die Deutschen Podcast, auf Insta jetzt vertreten, neu. Ja, ich hab noch eine Frage. Hm. Es gibt ja diesen Strongest Man-Sport, ne? Ja. Gibt es auch für Frauen? Ja, klar. Auch so Frauen, die so Lastwagen ziehen? Ja, nein. Doch, doch, gibt's. Wie sehen die denn aus? Ich kenne auch vom Freund die Freundin. Aber wie sehen die aus? Ja, sehen die so aus? Ja, ja, die sehen aus, Bruder, wie bei Herr der Ringe, wo die das Tor aufmachen für die Orks. Also das, weißt du, da ist absolut. Also eine Frau, die einen Laster zieht? Ja. Was ist mit der los? Ja, Bruder. Bruder, lass es bitte. Ja, okay, bitte. Ist doch alles ein bisschen human. Ist die Grenze. Nicht übertreiben. Das ist Nisa. Mein Name ist Cheyenne. Das ist Die Deutschen Podcast. Und Dankeschön. Folgt uns auf Facebook, Insta und diesem Kanal. Ist mir wie immer eine Ehre. Und das mit dem Kugelstoßen werde ich auch nochmal überprüfen. Ja, folgt mir auf Instagram, Nisa der Kugelstoßer. Nisa der Fechter der Kugelstoßer. Okay. Ciao. Ciao.